An einem Frühlingsmorgen im Jahr 1642 hatte die Admiralskarawelle Sea Lion im Hafen von Vincennes, dem Flottenstützpunkt auf Sabatina, die Anker gelichtet und Kurs auf die Südsee genommen. Admiral Woodhouse, Oberbefehlshaber der Flotte und Kommandant auf dem stolzen Schiff, hatte gehofft, dieses Mal die Gewässer von den immer dreister werdenden Piraten zu befreien. Aber sie hatten trotz wochenlangen Suchens keine Planke von einem Piratenschiff gesehen. Jetzt war bereits der Sommer zu Ende und die Sea Lion befand sich auf Heimatkurs. Sie wurde auch sehnsüchtig erwartet. Komm schon, Michael, beeil dich ein bisschen. Katzenvolk. Der alte Folterknecht hat was gehört. Los rüber zum Obstgarten. Los, jetzt! Ja, okay. Ben und Michael, die beiden Ausreißer, versteckten sich bis zum Morgen in einem Wäldchen und warteten auf die gefürchtete Suchaktion ihres Vormunds. Aber nichts geschah. Sie konnten aufatmen. Da ist ein Pferdewagen. Willst du noch lange hier bleiben, Ben? Schließlich wissen wir nicht, wann Admiral Woodhouse und die Sea Lion erneut auslaufen. Womöglich verpassen wir das wieder. Was heißt wieder? Im Frühjahr hattest du Mumps, da konnten wir nicht. Ja, schon. Och, Ben, komm, sei nicht langweilig. Das Fuhrwerk fährt nach Süden. Wahrscheinlich nach Vincennes oder in die Nähe. Los! Meinst du? Na gut, also los. Hey, Sie, nehmen Sie uns mit? Ho! Na, wo soll's denn hingehen? Nach Vincennes, ans Meer. Sie fahren doch ans Meer. Denke schon. Na los, springt hinten drauf. Alles klar. Höher! Höher! Ihr wollt nicht ans Meer, ihr wollt aufs Meer, stimmt's? Von zu Hause ausgerissen, nicht? Was? Wie kommen Sie denn darauf? Na, das ist nicht schwer zu raten. So wohlerzogene junge Herren wie ihr rennen sonst kaum über Stock und Stein einem gewöhnlichen Pferdewagen nach. Aber keine Sorge, ich kann schweigen wie ein Grab. Habt ihr denn Geld? Schiffspassagen sind teuer. Es soll doch wohl kein Schiff des Königs sein, oder? Und warum nicht? Oh, da würde ich auch von abraten. Mit dem Admiral ist nicht gut Kirschen essen. Aber so sind sie, die Herren der Meere. Sobald Sie das Kommando haben... Ah, ja, ja, ja. Aber wenn ihr keine Angst habt, ich könnte vielleicht was einfädeln für euch. Dass er sein Schiff mitnimmt? Was für eins denn? Tja, kann ich noch nicht sagen. Da muss ich mich noch ein bisschen umhorchen. Iron Hook ist ja wieder von der Malaria erwischt worden. Da bleibt er an Land. Und Captain Roger, der ist nicht der Übelste. Macht zwar immer Geschrei, aber dafür kann er Gold riechen. Praktisch für einen Piraten. Sie meinen, ein Piratenschiff? Hast du das gehört, Ben? Ja, ja, hab ich. Also lasst euch von einem alten Fahrensmann mal einen guten Rat geben. Einen kostenlosen sozusagen. Gebt Obacht. Kann ganz schön happig werden auf einem Schiff für so junge Leute, die nichts gewöhnt sind. Ist schon mancher Geschangheit worden, der freiwillig nie einen Fuß auf Schiffsplanken gesetzt hätte. Geschangheit? Was ist denn Shanghai? Schon mal was von China gehört? Da gibt's eine Hafenstadt, die Shanghai heißt. Da muss man das wohl erfunden haben. Oh, ist eine üble Methode, um seine Mannschaft komplett zu kriegen. Das machen sogar ehrbare Handelsschiffe. Aber bei den Piraten, oh, da sind schon ziemlich üble Gesellen dabei. Ihr müsst schon aufpassen. Mit Piraten ist nicht gut Kirschen essen. Oh, ja, ja, ja.
sind alles ziemlich raue Kerle. Es gibt zwar auch ein paar unter der Kutscher brabbelte noch eine Weile vor sich hin, aber die Jungs konnten bei der Rumpelei nichts mehr verstehen. Daher machten sie es sich auf den leeren Säcken bequem und waren bald tief und fest eingeschlafen. Als der Wagen über Pflastersteine bollerte, schreckten die beiden hoch. Es war tiefe Nacht und der halbe Mond erhellte dürftig einen unordentlichen Hinterhof, der zu einem zweistöckigen Haus mit unbeleuchteten Fenstern gehörte. Eine Tür führte zu einer offenbar gut besuchten Taverne. Oh! Vielen Dank fürs Mitnehmen. Langsam, mein Freund. Ihr werdet euch doch jetzt nicht so einfach aus dem Staub machen. Ich hab hier kurz zu tun. Passt mal so lange auf die Pferde und den Wagen auf. Klar, machen wir. Wo wir hier wohl sind? Also, ich find's ein bisschen unheimlich. Oh Mist, jetzt fängt's auch noch an zu regnen. Komm, komm, wir kriechen unter die Säcke. Vielleicht. Da sind bestimmt noch versammelte Fische drin. Was war das? Hier, guck mal. Ein Goldstück. Oh. Hier, kannst du die Inschrift entziffern? Wo kommt das her? Ist zu dunkel. Also Lateinisch scheint es jedenfalls nicht zu sein. Bestimmt kommt es vom anderen Ende der Welt. Ich hier, nimm du es. Ich habe ein Loch in der Tasche. Ja, gib her. Ich heb's für dich auf. Aber wie kommt ein Goldstück in einen ganz normalen Sack? Keine Ahnung. Vielleicht ist in diesen Säcken ein Piratenschatz transportiert worden. Ben, und der Kutscher ist vielleicht sogar selbst ein Pirat. Könnte doch sein. Ich hab mich jetzt auch. Diese Taverne ist ein Piratentreffpunkt. Wir dürfen dem Kutscher nicht vertrauen, sonst geht's uns schlecht. Ordnung. Aber dann sind auch mehr Piraten in der Kneipe. Ironhook und Captain Roger und wie die alle heißen. Oh Mann, sollten wir nicht lieber verschwinden? Es sei doch, dass wir was ahnen. Michael, halt die Pferde und rühr dich nicht von der Stelle. Ich sehe mal nach, was der Kutscher darin treibt. Warte, ich will mit. Nur weil du ein Jahr älter bist, hast du mir noch lange nicht zu befehlen. Dann komm eben mit. Hier ist ja was los. Und das sollte sich der Vormund mal ansehen. Den würde auf der Stelle das Schlag treffen. Vor lauter Qualm kann man die Leute nicht erkennen. Au. Hey, da die Augen auf. Entschuldige. Was macht ihr denn hier? Sucht ihr wen? Was wollt ihr denn hier? Hab ich euch nicht gesagt, dass ihr auf die Pferde aufpassen sollt? Verschwindet! Dass die Zweifel, die ich so viel Geld verlangen soll? Diese Wildsperre! Jetzt halt! Verschwindet! Ja, ich glaube, die haben was vor mit euch. Passt lieber auf. Sind das Piraten? Allerdings. Was dachtet ihr denn? Der so gebrüllt hat, ist Karren Karl, ein Matrose. Und Narben-Johnny neben ihm ist der Steuermann von der Seastar. Um den würde ich an eurer Stelle einen großen Bogen machen. Wozu wollt ihr das überhaupt wissen? Ihr seid ja immer noch hier! Raus! Komm, Michael, wir verschwinden lieber. Vielen Dank. Da nicht für. Was machen wir denn jetzt? Jetzt verschwinden wir. Hast du unseren Beutel? Nee, hab ich nicht. Ja,
Er muss auf dem Wagen liegen. Hey, guck mal in dem Zimmer da oben. Das sind doch diese beiden, oder? Karin, Karl und Nacken, Johnny. Hört sich auch richtig nach Piraten an. Da sind sie das. Die da oben einen Piratenschatz versteckt haben? Vielleicht. Jetzt ist die Lampe wieder aus. Weißt du was? Ich kletter mal am Spalier hoch und guck nach. Nein, Michael, das tust du nicht. Auf keinen Fall, das ist viel zu gefährlich. Wenn sie dich erwischen, die drehen dir den Hals rum. Aber wer soll mich denn erwischen? Da oben ist doch keiner. So ganz wohl war es Michael aber doch nicht, als er sich an dem Spalier hochzog. Oben angekommen, versuchte er, in dem dunklen Zimmer etwas zu erkennen. Aber das war unmöglich. Während er noch mit seiner Neugier kämpfte, schaute er zufällig nach unten und sah voller Entsetzen, wie sich aus dem Schatten ein Mann löste und auf den ahnungslosen Ben zuschlich. Michael wollte seinen Bruder warnen, aber er brachte nur ein Krächzen zustande. Und bevor er es ein zweites Mal versuchen konnte, hielt ihm eine riesige Hand Mund und Nase zu. Dann wurde er in das dunkle Zimmer gezogen. Langsam tauchte Ben aus den Tiefen seiner Bewusstlosigkeit auf. Er nahm ein Beben und Schwanken, ein Quietschen und Knarren wahr und hörte entfernt Männer reden und rufen. Dann wurde heftig an ihm gerüttelt. Ben! Los, wach jetzt mal auf. Ich bin's, Michael. Komm zu dir. Und was ist? Lass mich in Ruhe. Leise. Schlafen kannst du ein andermal. Es ist was passiert. Erinnerst du dich denn nicht? Nein. Hör zu. Wir sind hier auf der Seastar. Kapierst du denn nicht? Mensch, wir sind geschangheit worden. Das hier ist ein Piratenschiff. Und die Seastar. Erinnerst du dich denn nicht daran, was der Kutscher erzählt hat? Wir sind Gefangene. Und du musst jetzt wach werden. Was? Was sagst du da? Oh, mein Kopf! Nicht nur deiner. Die haben uns beiden ordentlich...